Portugiesisch Nationalequipe beim Aufschlusstraining am Stade José Bartel. Ronaldo, Nani, Pepe und Co. bereden sich auf den nächsten Qualifikationsmatch für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien vier. Für Portugal ist die Qualifikation ein absoluter Muss, den Druck ist da. C'est le démarrage des qualifications, donc il y a toute l'importance qu'il y a pour une équipe qui a été quand même sur le dernier championnat européen presque dans la finale. Il a toute l'importance, une équipe qui a cette responsabilité. Le Portugal doit être au Brésil, en plus c'est un championnat dans un pays lusophone et le Portugal a l'obligation de marquer 3 points à Luxembourg. Dementsprechend groß ist auch der Medieninteresse. Viele Sportjournalisten, Kameraleiter, Fotografen führen alle mal aus Portugal zu Viveiren Seleção. Der portugiesische Nationaltrainer Paulo Bento dann hat vier in der Presse und die Responsabilität für seine Spieler appelliert. Auch wenn Traut Leben und Probeier mich schwach führen, dürfen den höchst motivierten Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Nicht nur auf technischem, aber auch auf physischem Plan muss die portugiesische Equipe dafür alles gehen. Ein ganz Reihe portugiesische Supporter dann hat sich für den Aufschlusstraining beim Stadion erfunden. Sie sind nach innen gekommen, für meine Equipe zu gucken. Sie repräsentieren das Land. Und ich meine, wenn wir schon so nur Druck können sehen, dann profitieren wir auch direkt davon. Für die Spieler zu sehen, für das, dass wir mal ein Foto machen können, wir können nicht daran dafür. Moi et mon ami, on sont les adeptes numéro 1 de Portugal. Tous les pays du monde que Portugal joue. On va voir toute la partie d'or et chez nous. On est venu arriver hier de Portugal, après le match, on part à Lisbonne. Et on va à Braga pour voir le match avec l'Azerbaïdjan. Vor allem für die portugiesischen Supporter zu Lützebourg, da geht es freudig zum Fußballfeiertag. Comme on a compris depuis longtemps à Luxembourg, les Portugais qui y vivent sont un peu fous par le foot. Et donc c'est une joie, c'est une fête d'avoir leurs idoles ici et de les voir jouer, de les voir évoluer, comme on le voit ici aussi. Même que de les apercevoir, c'est déjà une raison de joie pour eux. Fehlt juste nach dem Pronostik, an heute waren die portugiesischen Fans sich eins. Wie mag der gegen die Ausgabe? Ehrlich gesagt, ich gebe so ein 3-0 tippen, aber nicht an den nächsten 45 Minuten, weil ich gebe so ein Lützebusch stellt sich am Anfang nach Hand dran. Und ab den 45 Minuten geht es da schwer für sie, für wirklich mit der Ausdauer, für nach Mathe halten zu können. Ich denke, Portugal wird gagner 3-1. Pour Luxembourg, on va marquer un bout aussi. Pour l'agent de Luxembourg, est content avec le team, c'est bien aussi. 5-0, non? Oui, 5 pour Portugal, 0 pour Luxembourg. Pardon.